Gut, gut. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst einen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Genieß das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. Drachmen auf Prasina. Und mit dem Gewinn werde ich allen ein Bier ausgeben.
Ich bin Bayek. Aya schickt mich, um mit Apollodorus zu sprechen. Shh. Ich bin sicher, du verstehst, dass mein Meister vorsichtig auswählen muss, wen er trifft. Meine Frage kann nur er beantworten. Ich sage ihm, dass du seinen Rat suchst und dass Aya dich empfohlen hat. Warte bis heute Abend. Wenn er dich treffen will, findest du ihn in der Nähe des Leuchtturms. Bis dahin. Das Hippodrom erinnert an einen seiner größten Rennfahrer. Es wird viel gefeiert und getrunken. Und Rennen gibt es natürlich auch. Wenn du so etwas magst. Sein Name war Ikarus, die Lichtgestalt des dröhnenden Hippodroms. Der vielgepriesene und kurzlebige Liebling von Kanopos. Senefer, bist du das? Bayek, der griesgrämige Sivana. Ich heiße jetzt Claridas. Was treibt dich denn hierher? Ikarus war tausendmal besser als du. Wer wird euch Grüne jetzt anführen, Malakia? Du saugst doch an der Zitze. Du glaubst, du bist reif für den Cursus Magnus? Du Pferdeschiss! Lasst Nikias in Ruhe. Ikarus Tod war ein düsterer Tag für uns. Lasst ihn in Frieden trauern. Also. Ist Aya bei dir? Ah, hey, ich bin allein. Ich hab nur gefragt. Ah, frag doch meinen Fuß. Vergiss es. Triff uns dann in der Taverne. Hm? Ich sah dich letzten Monat als... Und ich sagte, ich habe nicht von deinem Schwein gesprochen, sondern von deinem Weib. Bayek, wie lange ist es her? Ein Jahrzehnt? Oder mehr? Du hast Siva schon lange verlassen, ha? Einen neuen Namen hast du auch. Ich musste. Claridas ist ein viel besserer Name für das Hippodrom. Erinnerst du dich an die Pferde damals in Siva? Ha? Oh, die Klepper? Hätte nicht gedacht, dass du je wieder da rauskommst. Siva. Klein, arm und hässlich. Das einzig Schöne dort war Aya. Hat es sich verändert? Oder sie? Dinge ändern sich. Auch Menschen. Ah,
Ich brauche mehr zu trinken. Verzeiht, Neb. Ich hörte Clary das sagen, ihr werdet früher Rennen gefahren. Mein Vater unterstützt die Grünen von Prasina. Und wir brauchen dringend einen guten Lenker. Ich bin nur hier, um zu trinken und zu vergessen. Lass ihn in Ruhe, Nikias. Hier trinken heute echte Männer. Bayek, komm. Ich zeige dir etwas Inspirierendes. Hä? Wohin führst du mich, Senefer? Bitte, Claridas. Ich bin schon lange nicht mehr Senefer. Ah, warum der neue Name? Um im Hippodrom erfolgreich zu sein, müssen dich die griechischen Häuser akzeptieren. Also, ein griechischer Name. Du gabst deinen Namen auf? Deine Heimat? Siva bedeutet mir nichts. Die Griechen sehen auf uns herab, aber scheiß drauf! Ich esse und trinke gut mit meinen Gewinnen! Ich hätte nicht den Ehrgeiz, im Hippodrom rennen zu. Du? Nein, niemals. Die jubeln für mich. Außerdem bräuchtest du einen Sponsor und einen guten Wagen. Dieser Ikarus war ein wahrer Held. Wusstest du, dass er 1000 Rennen gewonnen hat und doppelt so viele überlebt? Sieh nur, wie sie Ikarus geliebt haben. Ihre Idole hast du auch übernommen, was? Unsere Götter haben nie irgendwas für mich getan. Sei froh, dass ich fortging. Wäre ich geblieben, wäre Aya die meine. Du bist betrunken. Und ein Arsch. Du weißt ja nicht, was ich aufgegeben habe. Oh, die Welt ist hart. Du hast damals immer auf mich herabgesehen. Hieltest dich für was Besseres. Ich habe nie... Ist doch egal. Jetzt bin ich berühmt. Zu welchem Preis? Du gabst deinen Namen, deine Heimat, deine Götter auf. Es war deine Wahl. Und es brachte mir so viel Geld und Frauen, wie ich will. Du wolltest immer berühmt sein. Aber das treibt nicht uns alle an. Und du wolltest immer nur Aya und kleine Bayek. Warum hast du deinen Traum aufgegeben? Genug. Du wirst alt. Und ich brauche eine Abkühlung. Das Bier schlägt härter zu als du. Was in Dionysos Namen hattest du letzte Nacht mit Nikias zu besprechen? Nikias? Wer? Komm mir nicht so. Ich hab's gesehen. Was denn? Glaubst du, sein Vater nimmt dich einfach so in die grüne Mannschaft von Prasina auf? Glaubst du, du könntest einfach so losfahren und Rennen gewinnen, ohne Übung, ohne Talent? Verpiss dich doch! Vielleicht sollte ich zu diesem Nikias gehen und hören, was er mir anbietet. Wenn du siegen kannst, Clary, das kann es nicht so schwer sein. Du solltest vorher beten.
Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, um im Hippodrom zu überleben. Die Götter werden uns zusehen und entscheiden. Du hast deine Götter, ich habe meine. Wir werden sehen, wer von uns den Ruhm einfährt. Genug geredet. Sollen die Götter dich im Hippodrom beurteilen? Oh, Marquette! Oh. Warum sind die Götter so grausam? Nebet, welche Trauer plagt dich? Wir kamen, um Ikarus anzubeten. Wir wollten ihm opfern, damit er auch im nächsten Leben siegreich sein kann. Aber... Ganz ruhig. Ich höre dir ja zu. Blaue Schläger griffen uns an. Sie haben uns verspottet. Und als mein Halius ihnen ins Gesicht spuckte, erschlugen sie ihn. Er ist tot. Dann nahmen sie die Büste von Ikarus und flohen. Und mein jüngerer Sohn, Ikarius, ist Richtung Küste gelaufen, um die blauen Dämonen zu jagen. Ich fürchte, sie bringen ihn auch um. Wir wollten unseren Helden betrauern. Und nun ist meine Familie zerstört. Bitte, Medjay, rette meinen letzten Sohn. Lass sein Leben nicht auch heute enden. Geh besser nach Hause. Ruh dich aus. Ich finde ihn und bringe ihn zurück zu dir. Apollodorus. Du da! Willst du mich töten oder kommst du als Freund? Als Freund.
Bayek von Siva. Ah, dann hilf mir, bitte. Du bist Ayas Magi, hm? Noch andere Überlebende. Nur Damastes. Sie haben ihn mitgenommen. Und die Schriftrolle, was ist damit? Damastes hatte sie. Wieso vernichtet dieser Esel sie nicht? Kleopatra schuldet dir viel. Schaffst du es alleine bis zu einem Heiler? Eudorus ist tot. Hä? Gut gemacht. Er war die Schlange, oder? Unter uns gesagt, Bayek, es gibt vieles, das du noch nicht verstehst. Unter uns? Ich brauche Antworten. Erst muss ich dich auf die Probe stellen. Rette Damastes und bring mir die Schriftrolle. Dann weiß ich, ob du der Mann bist, den Aya mir beschrieben hat. Wo ist dieser Damastes? Er sollte an den Kais im Hafen von Kanopos sein. Ich kann nicht riskieren, dass jemand diese Schriftrolle liest. Vergiss mich nicht! Gütiger Amun, rette mich! Ich muss hier in meinem eigenen Dreck schlafen. Danke, das war äußerst ungemütlich da drin. Bring mich in Sicherheit, dann reden wir. Ich hätte sie alle selbst umgebracht. Aber der dumme Käfig war einfach zu stabil. Apollodoros hat mich geschickt. Gib mir die Schriftrolle. Schriftrolle? Ich habe keine Schriftrolle. Du solltest sie beschützen. Ich habe sie auf dem Schiff versteckt. Ich wollte nicht, dass sie in die falschen Hände fällt. Und wo ist das Schiff? Auf dem Grund des Sees. Sie haben es versenkt. Nun gut. Ich hole sie. Apollodoros wartet am Leuchtturm auf dich. Ich sag ihm, dass er dich beim gesunkenen Schiff findet. Morias palaske vasma da tu danestin.
Die verdammte Schriftrolle. Nick. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt auch fahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadius. Gennadius? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodorus tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodorus die treibende Kraft hinter Ptolemäus war und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. In der Villa erfährst du mehr. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Arya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Komm her, fang du! Fang mich! Komm her zu mir, ihr beiden! Ja, ich versichere mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachfragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement.
Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Du solltest vor ihr knien. Ah, Pascharemta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben, im allerheiligsten Gizeh, hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht. Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Iodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Er ist Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Ruja, wo treibst du dich rum?